Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir haben den Platz geraidet. Das war ganz lustig. Jetzt sind wir scheinbar in unserem Dorf und sollen mit Radvi sprechen. Bist du das? We thought we had lost you, Eivor. For good this time. A warm welcome as always, Randvi. You look like reddened shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. A cloud hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters, it stirred something in me. A feeling I've not had since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the Longhouse. I think you have lost your edge, Eivor. Just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Gut, wir haben die Quest... Warum hängt denn hier das Kabel? Wir haben die Quest an Ehre gebunden abgeschlossen und wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Jetzt ist die Sache... Das war hier. Aber ich habe jetzt gestern Dings gespielt, Cyberpunk 2077. Das ist wieder alles anders. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werte Knoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Gesamtstärke. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Schicksal. Lass dich vom Schicksal leiten. Alle nicht verbrauchten Fertigkeitspunkte werden automatisch verteilt. Alles kann jederzeit neu verteilt werden. Also man kann sich nicht verskillen. Das finde ich doch mal ganz gut. Ich möchte aber keine Punkte jetzt automatisch verteilen. Ich möchte... Ah, jetzt habe ich den Controller aus der Hand geworfen vor lauter Spaß. Schleichen... Fernkampf, Nahkampfschaden, was haben wir hier, Schleichangriffschaden, Fernkampf. Danach könnten wir zu mehr Gesundheit, Weg des Wolfes, verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Wölfen passen, einen Bonus. Fernkampf, Widerstand. Kopfschuss. Schleichender Kundschafter. Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bleibst. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber bis ich da hinkomme, oh, weiß ich nicht. Angriffsschaden, kritische Chance. Ach du meine Güte, hier geht's ja noch weiter. Ach du Handheilige. Sprintangriff. Fortgeschrittener Meuchelmord. Käme man denn auch von da nach da oder komme ich nur nach da, wenn ich von da komme? Die Karte ist noch nicht vollständig aufgedeckt. Das macht jetzt die Planung für mich ein bisschen schwieriger, weil ich nicht weiß, in welchem Verhältnis jetzt die zueinander stehen.
Der Tod von der Schippe. Wenn du ausweichst, kurz bevor du getroffen wirst, werden deine Sinne geschärft. Mhm. Was haben wir denn bei da? Weg des Raben, Nahkampf, leichter Angriffsschaden, ausweichen. In den Rücken fallen. Wenn du den Rücken deines Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an. Ich bin aber echt nicht gut im Fernkampf. Haben wir vielleicht gemerkt. Selbst mit der Zielhilfe nicht. Was haben wir denn hier für ein Special-Ding? Stampfen, drücke. Wenn ein Gegner zu Boden fällt, um auf sein Gesicht zu treten. Okay. Das sieht spannend aus. Aber hier komme ich erst sehr spät mal zu einem Gesundheitsboost, ne? Schwerer Schaden. Wobei ich sagen muss, Fernkampf ist eigentlich dann ganz gut, wenn ich irgendwo abseits stehen kann. Also auf einem Haus oder sowas. Dann bin ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, Fernkampf passt auch gut mit Schleichen zusammen, ne? Normalerweise werfe ich mich schon gerne ins Getümmel, wenn ich mit der Mechanik gut umgehen kann. Kann ich hier aber nicht. Vielleicht gehe ich jetzt einmal einen hier. Soll ich mir vielleicht gleich bessere Gesundheit holen? Oder wir machen das mal so. Ich habe sonst keine mehr. Oh doch, ich habe noch zwei. Vielleicht hier. Und einen setze ich vielleicht nach da. Habe ich so ein bisschen. Ich denke, ich werde nicht genug bekommen, um alles irgendwie leveln zu können. Aber wir werden mal schauen. Erstmal schauen wir uns um. Nein, erstmal lernen wir die Steuerung wieder. Das ist der kurze, das ist der schwere. Also was heißt der kurze, der leichte Angriff, der schnelle? Da haben wir nochmal einen. Das ist der Bogen. Eivor, did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew. That is worth more than silver. That doesn't count. You need silver and jewels. Shut up, Rolf. How do you know? You never went on a raid. You shut up. Kinder, ihr müsst noch die richtigen Werte lernen. Ah, so war das. Okay. Da war nichts. Das ist Ausweichen. Das keine Ahnung. Ah, das war Ducken. Ich bin es irgendwie gewohnt, die Tasten gedrückt zu halten, weshalb es mich immer verwirrt, wenn die sich nicht ducken, wenn ich auf die Taste drücke, weil ich eigentlich nur drauf tippen muss. Weil ich doof bin. War hier irgendwas? War hier irgendwas? Hatte ich nicht irgendwo diesen komischen... Oh. Dieses komische... Toby, trading a needle for an arrow, I see. Eivor, can you teach me the art of archery? I would be happy to. Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Wie soll ich dir was beibringen, was ich selber nicht kann? Du? See how I'm standing. Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Breathe in as you draw the arrow back. Look at the point you want to hit. Now imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Breathe out. Then release. Hat dir das geholfen? Bitte stay alert. Where are you going? Come back. Was denn? Sind wir noch nicht fertig? Punktgenauer Schaden. Der Schaden, den du mit Pfeilen anrichtest, hängt davon ab, wie stark du den Bogen spannst und wo der Pfeil hintrifft.
Thank you, Eivor. Now, I have something for you. Oh. See, all in the eye. Thank you, Eivor. As a gift, I could design a new tattoo for you. Something to decorate your scar. A kind offer, but I want this scar visible. Oh, I did not mean to offend. In any case, I do have a tattoo for you. Ooh, krieg ein Tattoo. Tätowierwerkstatt. Besuche die Schlange. Habe ich jetzt aber nicht hier auf dem Ding, ne? Laufe ich dir einfach nach? Ich würde gerne sehen, welches Tattoo du hast. Das finde ich ganz cool. Ich würde gerne wissen, was sie für einen Akzent, Dialekt hat. Wo laufen wir denn hin? Ich finde das so cool, wenn wir durch den Schnee stapfen. Ich fände es auch schön, wenn wir irgendwann aus dem Winter rauskommen. Ah, da ist die Schlange. Jetzt sind wir hier. Sie trinkt was. Hi. Swain. Have you designed any new tattoos? A few worth looking at? Tovi says she is trying out some new tattoos. She is, and she's getting better at it. Let me have a look. Go ahead. Frisieren und Tätowieren. Passe das Aussehen von Eivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Bringe ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Für den Körper? Nein. Dreht euch doch mal zu mir. Vielleicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde das irgendwie cool. Das hätte ich gerne. Haben wir was für den Kopf? Wo ist denn das? Ach, auf der anderen Seite. Ja, nee. Rahmenschatten. Ist das nicht das, was wir eh haben? Das. Also, dass wir da jetzt noch Augen-Make-up dazu kriegen. Wo ist das? Das. Ach, wir haben im Moment das da. Rabenwache. Rabengarde. Rabenschatten. Das sind nur die Augen. Jörmungand. Und dann das hier unten ein Hell-Symbol unten an der Lippe. Ich glaube, ich hätte gern das da. Das finde ich cool. Haben wir noch was? Haare. Klassisch blond. Hellbraun. Kurz. Dunkelbraun. Kurz. Klassisch rot. Rasiert. Rasiert blond. Rasiert dunkelbraun, rasiert hellbraun. Rasiert rot. Ich bin zwar jetzt nicht der Fan, muss ich sagen, von Männern mit langen Haaren, aber ich finde, irgendwie gehört das zu ihm. Ich möchte keinen rasierten Schopf. Auch wenn man dann das Tattoo hier am Ohr besser sehen würde. Aber ich glaube, ich bleibe auch erstmal bei blond. Weil ich das Rot auch nicht schlecht finde. Was ist denn hier los? Mein Handy brummt die ganze Zeit. Moment, bitte.
Ich möchte nichts Wichtiges verpassen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Weißes Rot finde ich auch nicht schlecht. Aber später vielleicht. Was haben wir noch? Bart. Wir können einen anderen Bart nehmen, den klassischen. Oh Gott, nee, das geht gar nicht. Nee, nee, um Gottes Willen. Noch mehr Rauschebart. Noch mehr Rauschebart. Oh. Schicker Bart. Gekämmter Bart. Moment, im Moment haben wir den. Ich mag auch keine Männer mit Bart eigentlich, aber wir spielen hier einen Wikinger. Die haben ganz andere Schönheitsstandards und da versuche ich mich gerade ein bisschen anzupassen. Das sieht schon cool aus. Ich habe auch einen Kollegen auf der Arbeit, der hat so ein bisschen, also so, ne, nicht so, eher so, aber kürzer und dünner. Also unten, nur das unten, nicht das Ziegenbärtchen da oben. Das ist aber irgendwie cool, komm, das machen wir mal. Ich finde das irgendwie lustig. Sonst haben wir nichts. Wir haben keinen, doch, wir haben auch ein Rückentattoo. Oh, das würde, glaube ich, zu dem vorne passen, finde ich jetzt. Na, hier so die Rippen und hier hinten das Ding. Das nehmen wir. Was haben wir hier? Behalten wir dieses Theme doch einfach bei. Ich finde das cool. Ich würde mich jetzt so nicht tätowieren lassen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn jemand so ein Tattoo hätte. Ich mag Sven-Tattoos, also ich habe nichts gegen Tattoos. Ich finde es nur irgendwie so meh, wenn man aussieht, als hätte man das Sticker-Album geradet. Als hätte man irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Als hätte man halt so viele verschiedene Tattoos, die aber nichts irgendwie miteinander zu tun haben. Ich mag es, wenn es so ein einheitliches Bild ist. Was hier tatsächlich der Fall ist. Wir haben jetzt scheinbar überall diese Hell-Symbole. Ist das auch? Ja. Das finde ich so ganz cool, weil es halt ein Thema ist, ein Theme. Und nicht so auf dem Rücken eine Katze, vorne ein, keine Ahnung, ein Tribal, auf der Seite ein Dolch. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich schmeiß schon vor lauter Freude mein Ding. Ist there something else? Nö, ich glaube, ich bin jetzt erstmal gut so. See you later, Sven. Sure. Ich finde das cool, dass der Bart auch nicht durch die Klamotten klippt oder sowas. Das ist dann immer kacke. So, ich habe mich eingekleidet, tattoo-technisch. Ich finde deine im Übrigen auch ziemlich cool. Ubisoft, weg mit dir. Wer hat dich denn eingeladen? Hat mir nicht auch irgendwie so ein so ein Melee-Angriff oder hat mir tatsächlich nur Axt? Okay, ich kann bei meinen Leuten nichts kaputt schlagen. Das ist ja fies. Da sind irgendwie Sprechblasen. Hallo. Oh. Hallo. Darf ich mit dir reden? Ach so, mit dir. Ach, mit dir darf ich nicht reden. Du siehst auch nicht sehr kriegerisch aus. Du auch nicht. Okay, also es gibt nicht nur kriegerische Frauen hier im Dorf. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ich habe A gedrückt gehalten. Du blödes Spiel. Ah, jetzt. Okay. I understand. Was, Proviant ist voll?
gerade für ein Gerücht? Ich brauch größere Säcke. Eivor, come to keep your blade sharp? Gleich. Ich möchte gerne erstmal hier mit ihm reden. Well, look who it is. Wer bist du denn? Practicing your wordplay, Alvis. Ah, Eivor. The only mouth in Midgard from which I fear mockery. You taught me the art of writing poetry, old friend. It is only natural that I surpass you soon. How about another lesson, then? A quick flight. Right here, right now. What do you say? Moment. Ich habe mir gerade was zu trinken geholt. Ist das jetzt der Bade? Das wird jetzt aber hoffentlich nicht sowas wie bei Monkey Island, dieses Fechtduell. Let's try flighting. I always put a few coins down as a wager. Most of those who enjoy flighting have an equal fondness for betting. But today, we'll abstain. Let me begin. I'm ready. In flighting, it's key to match cadence and rhyme. It's as much about sound as it is about time. So be careful in choosing the words that you say. Das Problem ist, höre ich jetzt auf das, was er sagt? Oder lese ich das, was unten nimmt und in den Untertiteln steht, was ganz das, was ganz anderes ist, damit sich das dann reimt. That is the difficult part. Thinking quickly. You must learn that skill above all else. Now, let us examine meaning. In flighting, you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your spleen. If I tell you you're foolish and stupid and dull... Stirn. Dann sage ich, heiße Luft verbeult dir die Stirn, spuck dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Mach ein Ball Teller. Then I will spit in your face and I will bash in your skull. Not bad, not bad. The rhyme is there, the sound is good, but consider that I said you were silly and you told me you would kill me. Ja. At times it might be best to remain on theme. Something to consider. Last one. So go then and conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. Von mir kommen dann die Sprüche, die kaum jemand versteht. Mein Gegner von Reim und von Witzsturm verweht. Du bereust schon in Kürze, was du mir... I will flight you with flourish and best you with flair. Perfect, yes. You could destroy me with such a line. There's still much for you to learn about flighting, but I'm confident you'll pick it up. Happy to help you learn, if you'd like to come back again. Perhaps I will. Thank you, Alvis. Charisma. Wenn du Sportduelle gewinnst, erhältst du Charisma und schaltest besondere Dialogoptionen für bestimmte Situationen frei. Okay. Sportgespräche. Ich fand es eigentlich ganz gut, hier ihm die Stirn einzuschlagen. Ich weiß gar nicht, wo sein Problem liegt.